Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten YouTube-Video. Und in diesem Video soll es um mein Review bzw. Langzeitbericht des Google Pixel 5 gehen. Das Google Pixel 5 nutze ich jetzt seit circa 3 Monaten. Ich habe es vorbestellt, als es direkt rausgekommen ist, und habe es seitdem als meinen Daily Driver benutzt und werde es auch weiter benutzen. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal meine Erfahrungen mit dem Gerät und warum es meiner Meinung nach immer noch eins der besten Geräte ist, auch im Flaggschiff-Bereich, obwohl es nur 600 Euro kostet. Viel Spaß! Das Design des Google Pixel 5 gefällt mir persönlich besonders gut. Es ist schlicht gehalten, ist aus einem Aluminium, was zu 100% recycelt ist, und ist überzogen mit einer Bioharz-Beschichtung. Diese fühlt sich in meiner Hand sehr gut an, sie ist griffig, sie ist matt, zieht keine Fingerabdrücke an und ist meiner Meinung nach einfach mal etwas anderes und geht auf jeden Fall auch nicht so schnell kaputt wie ein Glas. Ist daher deutlich widerstandsfähiger. Die Kamera steht nur sehr leicht aus dem Gehäuse hervor und das gefällt mir persönlich auch wieder besonders gut, da es im Jahr 2020 ja an sich nur Handys gab, wo die Kamera nochmal deutlich aus dem Gerät hervorragt. So wackelt das Gerät, wenn es auf dem Tisch liegt, auch nicht sonderlich. Wenn man um das Gerät herumgeht, findet man dann die super verarbeiteten Knöpfe, die wieder einen super Druckpunkt haben, genauso wie Mikrofone, Lautsprecher und einen USB-C-Anschluss. Jedoch sucht man vergebens nach einem 3,5 mm Klinke, wie das Pixel 4a den ja noch hat. Zudem findet man auch keinen Lautsprecher an der Oberseite des Geräts. Das Google Pixel 5 hat Stereo-Lautsprecher, welche auch wirklich gut klingen, jedoch sitzt der obere Lautsprecher unter dem Glas. Für das normale Hören ist der Stereo-Effekt dadurch nicht so stark, weil der obere Lautsprecher einfach deutlich leiser ist. Und es ist auch ein kleiner Kritikpunkt für das Telefonieren oder Anhören von WhatsApp-Sprachnachrichten, da man den Lautsprecher schon immer sehr laut drehen muss, wenn nicht sogar auf volle Lautstärke, um da drinnen so überhaupt etwas zu hören. Wenn man sich nun die Vorderseite des Pixel 5 anguckt, hat Google aus den letzten Jahren auf jeden Fall gelernt. Nach der riesigen Notch des Pixel 3 und dem unförmigen Design des Pixel 4 hat Google es nun endlich geschafft, ein symmetrisches Design zu erzeugen, welches wirklich extrem modern aussieht. Die Displayränder sind nicht die dünnsten auf dem Markt, aber immer noch dünn genug, wie zum Beispiel bei einem iPhone. Und zudem hat das Pixel keine Notch, sondern ein kleines Loch in der oberen linken Ecke, nur für die Kamera. So stört das Loch nicht beim Gucken von Videos und ist auch nicht so groß wie eine Notch wie bei einem iPhone. Jedoch gibt es auch hier wieder einen kleinen Kritikpunkt, denn die Sensoren für die Annäherung oder für die Helligkeit sind unter das Display sowie der Lautsprecher gewandert. Und dadurch sieht man ab und zu auf schwarzen Hintergründen einen kleinen weißen Punkt. Ansonsten muss man sagen, ist das Display auch wieder super. Wir haben wieder 90 Hz Full HD Plus auf 6 Zoll. Für mich ist es die perfekte Größe mit dem dünnen Displayrändern, liegt dadurch perfekt in der Hand, ist aber nicht zu klein, um sich darauf Videos anzugucken oder andere Dinge zu machen. Außerdem sind die 90 Hz deutlich besser als die standardmäßigen 60 Hz aus älteren Handys. Dadurch wirkt das Gerät nochmal deutlich flüssiger und deutlich schneller. Das bringt einfach extrem viel und muss man selber einfach mal erlebt haben, um wirklich zu wissen, was es einbringt. Ich denke, besonders bei dem Design hat Google dieses Jahr einen Sweet Spot getroffen. Von der Größe, von dem Gewicht, die Kamera steht nicht zu weit heraus, es ist mal ein anderes Material als Glas und geht nicht so schnell kaputt. Und das Display ist mit den 90 Hz flüssiger als ein 60 Hz und nicht so energiehungrig wie ein 120 Hz Display.
daher auch wieder ein Sweet Spot. Kommen wir nun zu den Innereien des Google Pixel 5. Und das ist wahrscheinlich auch der größte Kritikpunkt von einigen da draußen, die sich das Handy gerade angucken. Denn Google verfolgt ja eine etwas andere Strategie als manch anderer Hersteller, wie zum Beispiel ein OnePlus, die für einen ähnlichen Preis Flaggschiffe anbieten oder Flaggschiff-Killer, die ein Snapdragon 865 oder einen neuen 888 bieten. Google geht da einen etwas anderen Weg. Man findet zwar auch vollkommen ausreichende 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher, doch man setzt hier auf einen Snapdragon 765G. Das bedeutet, es ist ein Mittelklasse-Prozessor, der jetzt nicht schlecht ist, sondern eher schon im oberen Mittelklassebereich ist, aber er ist auf jeden Fall nicht so schnell wie ein Flaggschiff-Prozessor wie zum Beispiel ein 865. Wenn man sich Benchmarks anguckt, dann liegt der 765G aus dem Pixel ungefähr im Bereich des Pixel 4, eher im Pixel 3 Bereich. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, denn diese Geräte sind schon 1 oder 2 Jahre alt. Doch man muss sagen, die Prozessoren haben sich in letzter Zeit so weit entwickelt, besonders wenn man sich mal die Apple-Prozessoren anguckt, da muss man sagen, benutzt man diese Performance im Alltag überhaupt? Für alltägliche Apps reichen diese Mittelklasse-Prozessoren alle Male aus und selbst für Games merkt man keinen Unterschied zwischen einem Flaggschiff oder einem Mittelklasse-Prozessor. Also meiner Meinung nach hat Google hier den perfekten Kompromiss gefunden, denn der große Vorteil eines Mittelklasse-Prozessors ist, dass er deutlich weniger Strom verbraucht. Zusammen mit dem 4080 mAh Akku, der in dem Pixel ist, ist das eine extrem gute Kombi, die für Akkulaufzeiten sorgt für 1 bis sogar 2 Tage. Also mit dem Pixel hat man nie Probleme mit dem Akku und das ist auf jeden Fall wieder ein großer Pluspunkt dafür, dass man einen Mittelklasse-Prozessor hat. Zudem bietet der 765G auch 5G. Das bedeutet, man ist für die Zukunft gewappnet. Hier in Deutschland dauert es ja wahrscheinlich noch ein bisschen, aber man ist auf jeden Fall für die Zukunft gewappnet, auch 5G an Bord zu haben und das ist ein super Pluspunkt. Außerdem bietet das Pixel auch noch Wireless Charging. Das hat für viel Aufregung gesorgt im Netz, denn es gab Bilder, wo man gesehen hat, okay, es ist ja ein Metallgehäuse und da ist dann halt einfach ein Ausschnitt in der Rückseite. Jerry Rick Everything hat dann gezeigt, okay, das Gehäuse besteht aus deutlich weniger Aluminium als eigentlich von Google in der Werbung gesagt. Doch trotzdem, man hat Wireless Charging, man hat auch Reverse Wireless Charging, also andere Geräte können auf diesem Gerät aufgeladen werden. Und das ist auf jeden Fall für ein 600-Euro Gerät wiederum ein sehr gutes Premium-Feature. Google setzt beim Pixel natürlich auf Android und natürlich auch auf die neueste Version, nämlich Android 11. Man bekommt beim Pixel auch jeden Monat die neuesten Sicherheitsupdates, hat 3 Jahre lang Update-Garantie und es gibt beim Pixel auch noch sogenannte Pixel-Feature-Drops, wo das Pixel einfach ein paar weitere Funktionen bekommt, wie zum Beispiel ein verbesserter Assistant oder die Musikerkennung. Generell hat das Pixel gegenüber anderen Android-Geräten noch ein paar coole Features, wie zum Beispiel schon die genannte Musikerkennung, welche automatisch erkennt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, welche Musik gerade in der Umgebung gespielt wird und auf dem Always-On-Display wird dann angezeigt, welches Lied man gerade irgendwo hören könnte. Die Performance des Pixels ist auch wieder super. Trotz des schon erwähnten 765G läuft das Pixel so schnell wie andere Flaggschiffe und man hat keine Ruckler oder Verzögerung. Dazu trägt zum einen natürlich das 90Hz Display bei, zum anderen aber natürlich auch Googles Android-Optimierung und man kann schon irgendwo sagen, dass das Pixel das iPhone unter den Androids ist, da es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht an Leistung verlieren wird wie andere Android-Geräte, sondern immer auf dem Stand bleiben wird, wie es jetzt gerade ist. Kommen wir nun zu den Kameras vom Google Pixel 5, denn da ist Google ja bekannt für einfach eine gute Performance zu liefern, selbst nur mit einer Linse, was sie ja in den letzten Jahren gezeigt haben.
Beim Google Pixel 4 hat man dann zum ersten Mal zwei Linsen eingeführt. Jedoch war es dort noch so, dass man eine normale und eine Zoom-Linse hatte. Im Google Pixel 5 hat man nun auf eine viel bessere Kombo meiner Meinung nach gesetzt, nämlich eine normale und eine Weitwinkellinse. Die Weitwinkellinse in dem Fall ist nicht so weitwinklig wie bei anderen, zum Beispiel Samsung oder Apple, aber sie bietet auf jeden Fall ein deutlich weiteres Sichtfeld und hat den großen Vorteil in diesem Fall, dass sie genau die gleichen Farben und Qualitäten bietet wie die Hauptkamera. Das ist nicht bei jeder Kamera so und dadurch nutzt man die Weitwinkelkamera deutlich öfters als bei anderen Geräten. Außerdem setzt man bei der Weitwinkelkamera auf 16 Megapixel. Das bedeutet, sie ist auf jeden Fall auch scharf genug, auch im Gegensatz zu der Hauptkamera, die 12 Megapixel bietet. Google setzt auch ihren Trend bei der Bildbearbeitung fort. Sie setzen hauptsächlich auf digitale Bearbeitung im Hintergrund und nicht auf die krasseste Hardware wie ein 100-Megapixel-Sensor. Das ermöglicht eine extrem gute Dynamic Range, diesen Pixel-Look, den wirklich kein anderes Handy so richtig hat, sondern der so kontrastreich ist und wirklich wie ein Pixel aussieht. Und dieser Look gefällt mir persönlich extrem gut und er ist auch sehr konsistent. Also beide Kameras liefern genau das gleiche Ergebnis und die Bilder sehen in meinen Augen auch irgendwo ein bisschen knackiger und interessanter aus als bei anderen Herstellern. Samsung übersättigt zum Beispiel sehr stark ihre Fotos und bei iPhones ist dieser HDR-Effekt immer extrem. Zudem gibt es immer noch den extrem guten Porträtmodus, der einer der besten ist auf dem Markt und das nur mit einer Linse. Außerdem hat Google immer noch den extrem guten Nachtmodus, mit dem sie ja die Konkurrenz vor einigen Jahren noch davongelaufen sind, aber auch immer noch jetzt extrem gut dabei sind. Doch ein Problem merkt man beim Google Pixel, denn die Kamerasensoren kommen so in die Jahre. Denn seit dem Google Pixel 2 haben sie zwar immer ihre Software verbessert, doch an der Hardware nichts geändert. Und das merkt man mittlerweile schon noch. Die Sensoren fangen immer häufiger an zu rauschen, auch im Nachtmodus, und die Bilder haben nicht mehr so ganz die Dynamic Range, wie es die Konkurrenz mittlerweile hinbekommt. Für ein 600-Euro-Smartphone ist es immer noch die beste Kamera, die man bekommen kann und in meinen Augen der schönste Bildlook. Jedoch muss man Google sagen, nächstes Jahr bitte einfach mal ein paar neue Sensoren einbauen, denn dann können sie wieder ganz oben mitmischen. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu einem iPhone ziehe ich das hier immer noch vor. Auf der Videoseite hat sich auch einiges getan. Trotz des schwächeren Prozessors hat man es geschafft, 4K 60 FPS und neue Stabilisierungsmodis zu nutzen. Diese ermöglichen einen zum einen ein flüssigeres Bild bei 4K 60 FPS und zum anderen eine bessere Stabilisierung. Da wird zwar deutlich in das Bild hineingecroppt, aber man hat eine extreme Stabilisierung, die so aussieht wie ein Gimbal. Also wenn man es vergleichen würde, würde man auf jeden Fall keinen Unterschied mehr sehen und das ist schon sehr beeindruckend. Kommen wir nun zu meinem Fazit vom Google Pixel 5. Selbst nach meinen 3 Monaten der Nutzung muss ich sagen, ich bin immer noch beeindruckt von diesem Gerät und ich freue mich jeden Tag es zu nutzen. Trotz 600 Euro und Mittelklasse-Prozessor habe ich keine Performance-Drops erlebt und das Display mit den 90 Hertz und dem symmetrischen Design ist einfach nur super zu nutzen. Außerdem ist die Kamera immer noch top-notch und ich finde es einfach echt super, damit Bilder zu machen, besonders mit dem Weitwinkel, ohne irgendwelche Qualitätsverluste zu haben. Dann kommt dazu noch die mal etwas andere Materialwahl, wie auch die toll verarbeiteten Knöpfe, der super Vibrationssensor oder Motor, den man ja oft vergisst, und einfach das Gesamtpaket mit Wireless Charging, IP67 Zertifizierung und all diesen kleinen Dingen machen für mich das Pixel 5 einfach zu einem super Gerät. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich würde mich über ein Abo oder einen Daumen freuen. Und ja, schaut mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe bestimmt schon neue Videos hochgeladen. Macht's gut, bis dann.